Schwupp. Jetzt sind 3 wieder. 1, 2, 3. Eins, zwei und hier wieder. Schwupp. Da ist wieder 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jawohl. 1, 2, 3. 1, 2, zack, aha. Da oben muss dann mal eben korrigiert werden. So, das muss natürlich geschlossen werden, ist ja logisch. Das ist ja dann unser Dach. Also, es fängt ja schon mit Dach an im Prinzip. So, der geht zu, der bleibt offen. 1, 2, 3, der geht zu. Ne? Ja. 2. Was war jetzt hier? Ach so. Ist das hier überhaupt so richtig? 1, 2, 3. Denn, oh, jetzt haben wir wieder keinen. Ach, da ist noch eins. Ja, da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Da ist auch noch einer. Oh, da haben wir noch ein paar. So, der bleibt offen. Also 1, 2, 3. Der geht wieder zu. So, zack. Und zack. 1, 2, 3. Prima, prima, prima. Zack. Und zack. Na, der war wohl irgendwie zu frühzeitig gesetzt oder was? Okay, dann geht der mal auch eben raus. Und so, 1, 2, 3, hierhin. 1, 2, 3, vorbei. Was mich nur ein bisschen wundert, ist im Prinzip dieser Viererabstand. Weil warum ist da 4? Das heißt, es ist ja ein bisschen höher als... Okay, sieht geil aus. Also die Abstände, die... Dann sind das hier auch echt? Sind das hier 4? 1, 2, 3... Also hier hast du 4. 1, 2, 3... Und der vierte ist Luft. Und hier ist es höher. 1, 2, 3, 4. Hier ist 5. Warum ist da 5? Das verstehe ich nicht. Also irgendwie sind die Türme im Treppenhaus, glaube ich, höher. Aber auf dem Foto sah das auch so komisch aus. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist höher. Also die Treppenhäuser sind im Prinzip höher. Warum, weiß ich nicht. Kompliziert, wenn alles die gleiche Maße hätten, dann wäre das wesentlich einfacher zu bauen. Aber naja. So, und das Ding hier, das können wir jetzt eigentlich mal rausrupfen und da machen wir jetzt mal ein Kabel rein. Haben wir mal ein Kabel? Ja, hier. So. Den nehmen wir jetzt aber schnell wieder raus, bevor wir aus Versehen mit Kabels weiterbauen. Ja, so, jetzt haben wir das erstmal geschafft. Also wir sehen jetzt von hier, wow, und das in einer Stunde. Also wir nehmen jetzt so knapp eine Stunde auf. Da war natürlich dann auch schon die Einführung mit bei. Wir haben jetzt so ordentlich was geschafft hier. Wieder ein ganz schönes Stückchen. Und vor allen Dingen auch korrigiert. Also diese gesamte Seite, die ist jetzt korrigiert hier. Jetzt könnte man theoretisch wirklich auch anfangen, hier weiterzumachen mit dem Turm. Hier verhält sich das ja eigentlich dann genauso. Das heißt ja dann, Moment, dann würde hier kommen, da kommen, der bleibt ja frei, hier und hier. So, dann würde der kommen, würde der kommen, der kommen, der würde jetzt hochgehen. Nicht wahr?
Genau, da kommt wieder ein Kabel rein und das sind Fenster. Ja, das heißt also, ich werde als nächsten Schritt wieder. Ich weiß nur nicht, ob das ausreicht. Na, ich versuche, ich denke mal, die Seite wird noch reichen. Dann werde ich nämlich noch in dieser Aufnahmeseason hier diese drei hier. Ich bin nur immer echt verwirrt, weil. Ja, da bin ich immer ein bisschen verwirrt, weil. Wieso sind das eigentlich? Ne, Moment, hier muss ich aufpassen. Ja, Leute, Freunde der Nacht, hier muss ich aufpassen. Hier sind das nämlich nur zwei, weil der dritte nämlich schon gesetzt ist. Da ist nämlich, ups, da ist nämlich der dritte, den wir da nicht hatten. Weil das ist ja Fenster. Das heißt also die beiden. Okay, dann ziehe ich jetzt die beiden mal hoch. So. Schwupp. Dann werde ich die jetzt mal hochziehen. Also die müssen auf jeden Fall nach oben. So. Dann haben wir nämlich schon mal die Ecke. Zack, zack, zack. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Ich glaube, ich werde jetzt gleich mal einen Kaffee trinken gehen. Ja, das ist doch mal eine Idee. Ein schöner Kaffee. Oh, das ist aber ein kleiner Tümpel. Nein! Oh, gerade noch so geschafft. So, Freunde der Nacht. Ja. Genau, das war richtig. Das sind ja drei. Und hier sind auch drei. Vier? Wieso sind denn hier vier? Moment. Moment, 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 Moment. Moment. Hier stimmt doch schon wieder irgendeine Scheiße, nicht? Ja, also ich bin kein Freund von. Also das muss man mir jetzt aber erstmal erklären. Wieso ist denn dann hier aber. Das sind vier. Aber das sind doch versetzte Fenster. Das heißt, der mittlere, der wird jetzt wieder hochgezogen. Das heißt, der nächste, der kommt, ist der hier. Stimmt's? Der da. Genau. Der. Der. Und der. Ja, exakt. Okay, dann stimmt es doch. Da sind es dann nämlich drei und dann ist es auch wieder zentriert und dann sind es auch wieder vier. Okay. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? So ungefähr so. So, hier, komm. Reicht denn das? Ich habe da so ein bisschen meine Bedenken, ob jetzt so ein Stacken hier reicht. Ich glaube. Bevor ich da oben bin, holen wir uns einfach mal neue. Das halte ich mal für ganz angebracht. Schneller, 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 schneller! Hinter mir steht einer mit der Peitsche. Da muss ich mich jetzt jumpen. Ich muss jumpen, ich muss jumpen. Also. Oh. Meine Lunge, ich bin noch Raucher. So, prima. Huch, da hat es gerade mal geleckert. Ja, da kommt sowas auch mal vor. So, ja, prima. So, da haben wir erstmal noch einen normalen Stein. Das ist gut. Da werden wir uns doch gleich mal hier rausholen. Oh, die nehmen jetzt aber so langsam, langsam nehmen sie ab. Aber nur gut, so ist das halt. Sind da eigentlich schon neue drin oder? Aha. Ne, da sind nicht drin. Da sind noch die Eimer drin, weil ich habe nämlich mit Lava gearbeitet. Da wir ja doch recht wenig Kohle haben. Das heißt, also wir sind da immer noch auf Sparflamme, was das angeht. Da habe ich mir halt überlegt, okay. Dann machst du das Ganze mit Lava. Das geht ja auch. Cool. Sieht gut aus. Na, das nimmt doch langsam Gestalt an hier, der ganze Spaß. Klasse. Moment, jetzt muss ich aber hier hoch. So.
Wo wollte ich das jetzt machen? Hier, ne? Ja. Zack. 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 So. Plopp. Ja, also theoretisch könnte ich sogar noch mehr machen. Nämlich diese Ecke hier, die könnte ich eigentlich auch mitnehmen, weil das ist ja jetzt im Prinzip Außenwand und da sind ja keine Fenster. Das heißt, das könnte ich komplett hochziehen. Ich glaube, das werde ich sogar machen. Ich glaube, das werde ich sogar machen. Und zwar hier fange ich an. So. 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 Mit der Ecke muss ich immer jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Aber hier muss ich aufpassen wegen Dreier. Wegen dem Fenster. Das heißt also, ich darf nur die hier nehmen. So, mal ein bisschen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. 2, 3. 2, 3. Jetzt hier. 1, 2. Zack, zack und zack. Dann gehen wir da weiter. Hoch. So. Schwimmt da ein Tintenfisch da drin rum oder was? 1, 2, 3. Weil, dann haben wir das auch gleich, ne? Dann meine. Klar, da verbraucht sich jetzt ein bisschen mehr, aber. Das ist eh, da kommt da kein Fenster und nichts hin. Da kann man das machen. Ich hoffe nur, dass wir mit der Höhe so einigermaßen hinkommen. Aber ich denke schon. 1, 2, 3. Zack, 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 zack. Lalalala. Hoch, da ist ja schon wieder alle. So, nächste. Also haben wir heute schon wieder eine gute Baufolge gemacht hier. Eine Bauseason nenne ich mal lieber so. Es sind ja keine Folgen. Das sind ja immer Seasons, die ich mache. Natürlich nehme ich auch wieder im Voraus auf. Ist ja logisch. So, dass ich das auch alles gewährleisten kann. Es hat ja bis jetzt ganz gut funktioniert, dass ich hier wirklich jeden Tag eine Folge hochladen konnte. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man das im Voraus aufnimmt und wenn dann mal was dazwischen kommt, hey, da muss man wieder zur Familie gehen, ne, oder ähnliches, ja, dann kommt der Minecraft dann meistens immer zu kurz, was meiner Meinung nach eh schon immer zu kurz kommt. Das müsste eigentlich viel mehr Priorität im Leben haben. Lustiges Klötzchen setzen. Apropos Klötzchen setzen, ja, natürlich. Natürlich habe ich mich auch mal beschäftigt mit Lego World. Ne? Also hier, Minecraft-Nachfolger, wie es ja auch schon oft tituliert wird, im Bereich Lego. Ja, ich habe mir das mal so angeguckt, da gab es ja auch schon einige YouTuber, die das vorgestellt haben. Und also ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht so begeistert von. Also ich finde jetzt hier das klassische Minecraft hier tatsächlich wesentlich attraktiver und auch interessanter zum Spielen und auch von der Kreativität her wesentlich höher als dieses hochpolierte, ja, Lego World irgendwie. Ich meine, was soll das? Also, oder nennen wir es mal Minecraft-Klon. Also, ihr merkt schon, ich bin absoluter Minecraft-Fanatiker. Für mich gibt's nichts anderes, nur Minecraft. Alles andere ist doof. Nee, ist aber wirklich so, Leute. Also ich mag immer so diese, klar, wenn einer was Cooles erfunden hat, so, dann kommen immer wieder Leute an, die dann auch sagen, ja, komm, wir haben jetzt die eigene Interpretation. Das Rad, das kann zwar nicht neu erfunden werden, aber wir bringen es halt mal zum Rollen und entwickeln das weiter. Und das funktioniert aber dummerweise in den meisten Fällen nicht. So wie bei Lego zum Beispiel. Also ich finde, das kann mit Minecraft einfach nicht mithalten. Sowohl, klar, von der Grafik her sieht das vielleicht alles noch ein bisschen hochpolierter aus. Vielleicht auch von der Technik her ein bisschen besser oder was, aber. Nee, du, das ist mir da nicht. Also, das ist ja. Nee, ich bin Minecrafter. Kein Lego. Huch. So. Das müssten wir ja fast erreicht haben. Gewisse Höhe. Ich glaube, ein Block noch oder täuscht es? Kann das täuschen? Ich glaube, ein Block ist es noch. Ja. Ja, exakt. So. Dann haben wir das nämlich auch. So, nun muss ich hier runterspringen. Oh Gott. Hilfe! Nein! Oh! So, und es regnet hier.
Ja. Und somit ist die Ecke vollzogen. Und hier ist im Prinzip jetzt auch nur wieder hochbauen. Und dann die Querdinger da reinsetzen. Ja, dann mache ich das eben so. Aber warte mal. So. Machen wir das. So. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen blöd hier. Aber naja, was soll's. Auch das geht. So Leute, ja, da haben wir wirklich eine ganze Menge geschafft. Ich glaube, ich habe mir wirklich gleich mal einen Kaffee verdient. Und ja, dann wollen wir gucken, was wir in der nächsten Aufnahme-Season dann machen. Bin ich auch mal gespannt. Also ehrlich gesagt, auch wenn wir jetzt so ordentlich was geschafft haben mit dem Bauen, aber irgendwie jetzt auf Dschungelsuche gehen, habe ich ehrlich gesagt nicht so einen Bock. Regnet ja auch gerade. Also, nee, Leute. Dann bauen wir lieber mal weiter hier, dass wir da auch mal ein bisschen zu Potte kommen. Ich glaube, die nächste Season wird auch wieder eine Bau-Season werden. Heißt ja auch Let's Build, ne? Und nicht Let's Wanderschaft oder so. Huch! Bin ja schon höher. Hoffentlich werde ich nicht vom Blitz getroffen hier. Aber ich glaube, hier können wir schon auch zumachen. Wenn ich jetzt ganz cool wäre, würde ich jetzt... Also ich weiß zumindest, dass hier einer reinkommt und da. Das müssen wir von unten dann messen. Ja. Zack. Ja, genau. So, und jetzt müssen wir von unten im Prinzip dann wieder messen. Hier könnte man erstmal jetzt so ein Kabel reinsetzen. So. Zack. Und damit steht auch diese Wand. Ja, und wir wären dann hier. Wären ja jetzt dann zwei hoch. Eins, zwei. Und der dritte. Dann der sein. Exakt. So. 1, 2, 3. Jawohl. Ja, das könnte man jetzt machen. Also. Ja, komm, dann haben wir das fertig. Was soll das hier? So, müssen wir ja nur wieder zählen. Hier waren ja genauso die Abstände auch gleich. Also, theoretisch sind es ja dann 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. 1, 2 und 3. So, jetzt geht es wieder nach oben. Ja, wenn man das so vorbaut, ist das gut hier. So, 1. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. Oh, jetzt gehen uns die Dinger aber langsam aus hier, glaube ich. Jetzt baue ich mich hier schon wieder hoch. So, die werden freigelassen. 1, 2 und 3. 1, 2 und die Nummer 3. Ja. Wieder nach oben. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aha. Ja, das war's dann wohl gewesen. Scheiße. Ja, da haben wir jetzt leider keine mehr. Das andere ist hier Bruchstein. Polierter Andesit. Ja, das war's. Schade. Können wir also leider nicht. Ja, fehlt noch. Müssen wir beim nächsten Mal nochmal hochbuddeln. So, bevor ich aber meinen Kaffee trinke, gucken wir uns das Ganze mal an, was wir jetzt geschafft haben.
Aber ich bin immer ganz erstaunt, wie lange das immer alles dauert. Also das ist ja... Ja, da oben. Einer hätte noch gefehlt. Einer... Ach, jetzt kann man hier gar nicht... Ach doch. So. Jetzt gucken wir uns das nämlich mal an. Was wir geschafft haben. Irgendwie regnet es hier gerade. Ja, also das haben wir komplett durchgezogen hier. Also da erkennt man schon langsam wirklich, was das werden soll. Und da sieht schon richtig gut aus. Prima. Ja, sobald wir fertig sind, also ich denke, wir werden das so machen, also diesen Turm da oben, ich denke, wir werden diese Wand hier fertig ziehen. Die ziehen wir als erstes bis hier ran. Dann werden wir hier ausgleichen. Zum Schluss machen wir die Seite, weil da noch unser Haus steht. Und dass es eben nicht langweilig wird, werden wir das so machen. Ich überlege, ob ich das im Off mache oder ob ich das mit euch zusammen mache. Da werden wir nämlich runtergehen. Ihr erinnert euch vielleicht noch von dem Panic Room, von dem ich erzählt habe. Der wird ja dann im Prinzip unsere neue Privatbehausung. Das heißt, wir werden dann den Umzug machen von unserer einst separaten Hütte runter in den Bunker rein, wo wir dann auch wohnen werden. Das ist unser Geheimgang, wenn wir es wollen. Also jetzt haben wir hier Regen und Kühe, die mir hier ins Ohr blöken und ein paar Schafe zwitschern da auch noch lustig rum. Ich gehe mal hier rein, das ist ein bisschen ruhiger. Boah, ich gehe da mal runter, ey. Das ist ja voll laut, ey. Ach, ist das eine angenehme Ruhe hier. Ich muss immer so brüllen, ey, wenn es da so regnet. So, nee, und dann werden wir das im Prinzip so machen mit dem Panic Room und gleichzeitig mit dem... Jetzt kommt ja ein Höhlensound an. Also ich werde hier immer abgelenkt. Das ist gemein, Leute. Ich sehe gerade übrigens da sogar noch Glowstone. Cool. Genau, also das heißt also in der nächsten Aufnahme-Season wird es dann darum gehen, das Ganze fertig zu machen. Ich werde mir schon mal vorsichtshalber mal so ein paar Dinger hier einpacken, nicht, dass ich es vergesse. So, da werden wir nämlich durchaus mal noch ein paar Steinchen hier mitnehmen. Das ganze andere Gelumpe, das packe ich gleich woanders hin. So, ja, die nehmen jetzt natürlich drastisch ab, also wir können die durchaus noch verbauen. Aber ihr seht ja selber, was das wirklich für Ausmaßen teils annimmt. Da verbraucht man wirklich schon einiges. Zum Glück haben wir dann die Innenräume, die sind ja dann soweit dann auch erledigt, dass wir das dann gar nicht mehr benötigen. Das packe ich jetzt erstmal hier rein, nehme ich noch so ein Stecken mit. So, also da haben wir jetzt erstmal wieder ein paar Stecken drin. Ich kann ja mal versuchen, so ein bisschen was auszusortieren. Haben wir mal so eine komische Blume hier. Ja, 26 Stück. Ja, was kann man da noch reinpacken? Hier das Holz zum Beispiel, das brauche ich jetzt erstmal gar nicht. Hier diese komischen Körner hier, was sind das? Weizenkörner. Ja, die sind eigentlich... Ja, mein Gott, dann packt die da auch hin. Ich komme mal zum Hühnerzüchten, brauchen wir sie definitiv noch. Naja, der Rest kann erstmal drin bleiben, würde ich sagen. Wobei mir jetzt auch schon wieder fast zu viel Erde ist. Erde können wir theoretisch auch mal ein bisschen aussortieren. Wie viel nehme ich denn da hier? Guck mal, Erde machen wir mal so. Da reicht mir eigentlich ein Stecken. Was ist denn das hier? Schwarzeichenholzbretter. Ja, also die nehme ich jetzt auch nicht mit. Die können wir durchaus hier auch in die Holztruhe mit reinpacken. Warum soll ich hier mehrere Stacks Schwarzeichenholzbretter? Schwarzeiche ist zwar schön. Die brauchen wir dann aber erst fürs Designen. Bruchstein, okay, den packe ich mal hier nach oben in die oberste Reihe. Ja, Mensch, und der polierte Andesit, ja, den hatten wir ja auch noch gehabt. Richtig, mit dem Fußboden, das war dann die dritte Idee, die wir da hatten. Aber da werde ich mir noch ein paar Gedanken machen, Leute. Das werden wir jetzt auch nicht sofort machen. Da wären übrigens noch Zäune gewesen, sehe ich. So, Stein. Stein. Ja, also da haben wir jetzt ein paar Stecken hier. Damit werden wir schon ein bisschen weiter kommen, denke ich. Und da ist auch noch einer. So. Na gut, das kann man so lassen. Schaufel lasse ich drin. Ja, die Axt, die brauche ich eigentlich nicht. Momentan zumindest. Den zweiten Wassereimer brauche ich nicht. Das heben wir mal auf. Steinschaufel. Ja, die heben wir mal auf. Ein Ei kommt oben rein. Kompass mache ich dahin. So, und dann nehme ich mir doch lieber noch hier so ein Dings damit rein. Okay. So, also wir sind jetzt erstmal wieder so weit ausgestattet. Und das ist gut. Das heißt, wir können dann auch gleich beginnen im Prinzip bei der nächsten Aufnahmeseason.
Da hauen wir da rein. Es regnet aber ja gerade noch voll. Wird man auch mal eben was essen hier. So mache ich erstmal das Ei da noch mit rein. Und switche ich mir mal noch ein paar Ofenkartoffeln hier mal eben da die Kiemen. Dass wir wirklich richtig fit sind. Ja. Nicht, dass wir das wieder abbrechen müssen. Klasse. So. Ja. Kann nur nachts schlafen. Das ist gut. Dann kann ich jetzt einen Kaffee trinken. So, Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahmeseason, wenn es heißt Let's Build Bunkerwelten mit dem Gamegespenst. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.